nicht näher. Aus dem Baum. Ich weiß, woher du kommst. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Ort der Macht. Geh fort! Geh fort! Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht. Wozu das Blut vergießen? Bringst du mir den Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Du sagst... Ich bin die Kind. Wenn den Weisen... Die Kinder sind schon... Ich kann einen Sturm... Ich wurde in der Nähe von Rabenschwärmen angegriffen. Bring mir die Raben. Das Tier ein. Ich? Bring mir die. Wo finde ich deine Überreste? Meine Knochen. Nicht. Ich. Kick durch. Zu bieten.
Seltsame Knochen. Sehen nicht menschlich aus.
bereit. Wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Ross. Sind die Rabenfedern. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Nein, ich sollte jetzt dein Blut fließen und das Pferd davon trinken lassen. Das werde ich aber nicht tun. Ich traue dir nicht. Ich muss dich aufhalten und zerstören. Verrat! Los, lauf! Ich bin an. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Das Herz des Baums war besessen. Ich habe das Herz zerstört und das Wesen, das sich seiner bemächtigt hatte. Also war es ein Geist. Kommt er zurück? Nein. Die Muhmen. Ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie machen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen.
dein Schwert weg, Junge! Ey, dann halt es der sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit. Hintergehe uns nie wieder! Wir vergeben dir deinen Fehltritt. Du hast deine Sache gut gemacht. Die Kinder sind drall wie Ferkel und süß wie Karamell. Doch jetzt müssen wir mit unserem weißhaarigen Freund sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr, dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen, sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Ah, oh, ich würde mit dir verwoben sein. Ich wäre deine Beste und Letzte. Deswegen bin ich nicht hier. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ja. Welch Glück, einen so tapferen, fähigen Ritter gefunden zu haben. Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Doch dich konnte sie nicht täuschen, tapferer Recke. Du hast die Welt von einem großen Übel befreit. Ihr... Hast... Ja. Wozu habt ihr die Kinder gebraucht? Gebraucht? Wir? Sie haben uns gebraucht. Unsere Fürsorge. Wo sind sie? Sie sind weit weg. Haben keine Sorgen mehr.
Unser Abkommen. Mein Teil ist... Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädchen. Verschlagen! Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen? Sie hat sich... Warum hat sie euch ange... Sie ist nicht mehr das Mädchen. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand das an uns kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Ohren. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt, der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Inlerit kriegt sie, ja, ja, aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen.
wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Ihr habt versucht, sie zu töten. Das vergebe ich euch nicht. Sinnloses Gerede. Unsere Schicksale sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, wenn, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Sie ist entkommen, aber ich werde sie finden. Du kommst zurück. Ja, unsere Schicksale sind verbunden. Und es wird jemand sterben, aber kein von uns. Jetzt sollst du Schatten jagen. Und wenn du sie siehst, und wenn du sie findest, Mann, dann wird sie sterben. Wir sehen uns.
Hübscher Ritter. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hab gestern einen Eimer Schein mitgebracht. Du bist der Scheintod. Beweg dich. Da-di-dum, da-di-dum. Ich höre. Ich... Potzpestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte, für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Mit Annie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etain erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war.
Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Man nennt dich also nicht grundlos den blutigen Baron. Hä? Dein Spitzname ist mir jetzt klar. Ach nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen 1 Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum! Du scherzt wohl! Wir müssen sie retten! Wir können sie nicht dort lassen! Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Mumen sind mächtiger, als man denkt.
Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie sie rausrücken. Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer. Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Wir hatten eine Abmachung. Ich... Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Er landete genau vor uns. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Ich zermalme dich. Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Du Hure!
Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Hoffentlich nicht. Hat mich in große Schwierigkeiten gebracht. Was meinst du damit? Ich muss fliehen. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen. Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg. Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Eine lustige Geschichte. Du warst wohl ziemlich... Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten. Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen. Lustige... Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Über die Karten meinten es gut mit mir. Ich fragte ihn weg... Ein richtiger Baron, sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein, aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Und sei ihr ein guter Vater.
schneller. Sag euch. Überall nur bis. Sag euch, oh. Wo die Beute sind. Ich bin im Stock in der Stelle. Ob wir mal losziehen und uns die Besten. Ich glaube, ich hab die Krätze. Langsamer. Sie haben zwei. Warum zum Teufel treiben sich die Hexenjäger überhaupt hier rum? Sie sind doch nicht aus Novigrad gekommen, um zwei Niemande aufzuknüpfen. Ich weiß es nicht, Herr. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Geralt, gut, dass du da bist. Das Geschwätz dieses Gesindels ergibt keinen Sinn. Vielleicht nehmen Sie nach ein paar Peitschenhieben Vernunft an. Und? Spuck's aus! Wo sind Sie hin? Zum Dorf im Sumpf, Herr. Das Mädchen ist mit ihm geritten. Er hat ständig nach seiner Mutter gefragt. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Einverstanden. Ich hole meine Männer. Kommt schon! Wir müssen den Sumpf durchqueren und diese verfluchten Mumen erledigen. Was willst du, Mann? Drecksumpf! Diese verseuchte Luft lässt den Bauern das Hirn verfaulen. Mumen, Scheiße! Was werden sich diese Landeier als nächstes ausdenken? Die Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Ja, verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Vermutlich hat Anna großherzig zugestimmt, bei ihnen zu bleiben. Hatte schon immer ein gutes Herz. Mhm.
Fratze! Was willst du, Mann? So viel habe ich lange nicht mehr gesehen. Wir hätten nicht herkommen sollen. Wir haben doch gar keinen Grund, uns hier herumzutreiben. Diesmal haben wir es geschafft. Aber wer weiß, was wir da unten noch alles finden. Ich da Angst? Auf deinem Mund, Bullenberti? Was? Ich? Angst? Du träumst wohl. Schon gut, Jungs. Gehen wir weiter. Hopp, hopp. Zeigt diesen Monstern, wer hier das Sagen hat. Ungetüme her. Das sind Frauen, die zu viel gesoffen haben. Denk also dran, wenn du das nächste Mal eine Frau was trinken lassen willst, trink lieber selbst. Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Hast ja deine neuen Freunde mitgebracht. Ich habe keine Angst. Das ewige Feuer beschützt mich. Vor mir muss es dich nicht beschützen. Tamara, liebe Tochter, du bist wieder da. Komm, verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren, niemals. Das lass ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann, ich weiß. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Hört auf zu streiten. Es ist sinnlos. Wir müssen Anna finden. Wahrlich, ich sage euch. Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt die Soro? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich ein Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Hexer, wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe 5 Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Ha, woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsuch das Dorf.
nicht. Hier drüben! Ordentlich geschoben. Hey, zurück mit dir, Stinker. Ingwerbrot. Frisch und warm. Mutter. Ah, ja. Blitzblank, taufrisch. Los, peitsch mich aus. Ich hab's so klein gemacht. Ich hab geknabbert, aber nur um zu sehen, ob es fest ist. Aber es ist frisch. Hab Erbarmen. Oh. Mutter. Hab Erbarmen. Aber ich hab gebeten, gebettelt. Mutter, ich bin es. Erkennst du mich? Was ist mit ihr passiert? Ich hab gesagt, ich mach das alles. Gib her. Ich schrub es nochmal. Schrub es sauber. Mutter! Da kommt etwas. Passt auf. Was war das? Wölfe vielleicht? Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Macht euch bereit. Keine Rettung. Keine Hoffnung. Hexer! Was war das?
sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben! Sind sie nie zufrieden? Genug. Ich bringe sie von hier weg. Sie ist meine Frau. Ich nehme sie mit nach Hause. Und du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Rühr sie nicht an. Wir verlassen jetzt diesen verfluchten Ort. Sie ist krank und schwach. Wo willst du sie in diesem Zustand hinbringen? Nach Ochsenfurt? Das wäre ihr sicherer Tod. Ich kann für meine Mutter sorgen. Sie ist keine Puppe, um die sich Kinder zanken. Lasst sie entscheiden. Kuchen! Kuchen zum Abendessen! Sandkuchen! Sie ist außerstande, irgendetwas zu entscheiden. Ein böser Zauber, das muss es sein. Hilf ihr, Hexer. Ich flehe dich an. Es ist kein böser Zauber, fürchte ich. Was denn dann? Sie hat viel durchgemacht, hat ein Kind verloren, wurde von einem Unhold entführt, hat im Dorf der Mumen gelebt und sich um Kinder gekümmert, die jetzt fort sind. Sowas hinterlässt bei jedem Spuren. Dann gibt es keine Hoffnung? Du kannst ihr nicht helfen? Bleibt sie für immer so? Es tut mir leid. Es gibt einen weisen Eremiten, einen großen Heiler. Hab ihn vor langer Zeit kennengelernt, in den blauen Bergen. Ich werde sie zu ihm bringen. Es ist einen Versuch wert. Ich werde mitkommen. Das ist leider unmöglich. Wieso? Du hast Pflichten, die der Kult des ewigen Feuers dir auferlegt. Wenn wir unsere Arbeit in Velen erledigt haben, kehren wir nach Ochsenfurt zurück. Du hast gesagt, du wirst meine Mutter retten. Und ich habe Wort gehalten. Dein Vater kann sich jetzt um sie kümmern. Er und kümmern? Du kennst ihn doch. Du weißt, was er ihr angetan hat. Er schwört, dass er sich geändert hat. Und in seinen Augen erkenne ich ehrliche Reue. Er wird für sie sorgen. Und du hast ein neues Leben, neue Pflichten, dem ewigen Feuer gegenüber. Keine Angst, es wird alles gut. Ich werde keinen Tropfen anrühren. Ich finde den Eremiten. Und wenn sie wieder sie selbst ist, kommen wir zu dir. Schwöre es. Du hast mein Wort, Kind. Hexer wurden geschaffen, um Monster zu töten. Es spielt keine Rolle, wer den Auftrag erteilt. Die Bezahlung muss stimmen, das ist alles. Hexer diskutieren nicht. Ihr Gewissen spielt keine Rolle, sie führen den Auftrag einfach durch. Sammeln dann die Börse auf und machen sich wieder auf den Weg. Von den Hexern wird nicht erwartet, dass sie die Menschen vor sich selbst schützen. Vielen Dank, Hexer. Trotz allem. Möge das ewige Feuer dich schützen und leiten. Lebt wohl.